Murkst. So. Dann hacken wir euch mal noch weg da. So, Fackel nehme ich mit, einfach aus Prinzip. So. Kloppen wir dich mal weg hier. Du kannst noch weg. So, und du weg. So, dann bauen wir hier mal wieder zu. So, dann haben wir das Ganze mal wieder ordentlich zugebaut jetzt. So, also. Slabby-Dab, so. Dann müssen wir hier einmal Slabs machen. So. Hebel, Ventilator, Block. So. Dann werden hier 3, 4, 5, 6, 7. Wieder ganz genau bis hier vorne hinreichen. Wir müssen ja nur hier vorne runterfallen. Hier sitzt dann ein neuer Ventilator, der die dann alle nach da vorne runterschiebt. Wird ja schon reichen. So. Machen wir die mal weg. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meter lang. Hier sollen nämlich die Spikes hin. Na, wir haben natürlich nichts dabei. Aber auch gar nichts. So, wie sehen wir aus? Genau, ich brauche Steine. Zum Reparieren der Axt. So. So. Schwuppdiwupp, haben wir alle durch. Wunderbar. Du kannst weg. Kein einziges Arm rausgeredet. Schwach. Sehr schwache Ausbeute. Ja, gut, okay. So, einmal die Axt reparieren. Tack. So. Dann machen wir hier einmal weg. Und da einmal weg. So. Und da einmal weg. So. Dip, 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 dip. Langt fast auf den Sätzchen, genau. So. Gut. Steinchen weg. Die packen wir mal wieder hier mit rein. So, die Spikes brauchen wir. Holz kann mal weg. Nein, nicht wegschmeißen. Sollst du da reinsetzen. So. Spikes haben wir, Slabs brauchen wir, das brauchen wir. Und ganzen Ventilator-Geschichten. So. Dann gucken wir mal. Dass das Ganze so hinhaut. So. Also hier kommen die Spikes hin. So. Nein, scheiße. Er sind ja aus Holz gebaut, ist ja egal. Können ja runterfallen. Ist ja Wurst. So, und zwar müssen die Spikes eins tiefer sitzen. Slab. Geht das jetzt? Au, 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 au. Das habe ich mir gedacht, dass das nicht funktioniert. Scheiße. Okay. Hier mal wegbauen, dass hier nichts schief geht. So, Slabs. Also. Okay. Also, die werden. Da kommen die Ventilatoren hin. So, warte mal, die müssen wir. Die Ventilatoren bauen sich nämlich immer in Blickrichtung. Wenn ich das jetzt schräg hinstelle, dann setzt das auch schräg hin. Deswegen muss man da immer ein bisschen gucken, wo man da hin, wo man die hinpflanzt. Sonst haut das dann nämlich falsch hin. So, dann kann ich einmal so, einmal so. So. Hier machen wir einfach komplett dicht. Wenn wir später mal genug Eisen haben, hängen wir einfach noch ein paar Ventilatoren mit rein. Und dann
Also optimieren wir es einfach noch weiter und dann kann die rennen, wie sie lustig ist. So. Er drückt sogar die Blöcke nach vorne. So. Na, da ist jetzt mal Power hinten ran. Plankt. Die werden bis nach hier unten hingedrückt. Sehr schön. So, aber ich hätte hier. Nein. Ich hätte ja gerne noch mehr Spawnfläche. Man sollte die Hebel vielleicht erst anmachen, wenn man alles fertig hat. So. Zack. Zack. So. Dann. Okay, also das passt jetzt. Sie werden nämlich bis hier hinten runtergedrückt. Das siehst du, ich springe hier vorne hin und die drückt es bis hier vorne hin runter. Sehr gut. Das funktioniert schon mal. So, jetzt müssen wir hier noch eine Ebene schaffen, dass auch auf die Spikes fallen können. Die müssen nämlich hier auf die Spikes runtergedrückt werden. So. Warum? Warum baut er den nicht? Hallo? Hä? Müssen wir die Scheiße hinbauen? Man soll die richtig setzen. Wie müssen wir die setzen? Hä? Ach, die muss man im Sneaken hinsetzen. Ah, okay. Muss man ja auch erstmal wissen, ne? Ah, okay. Die muss man im Sneaken hinsetzen. Gut. So, dann können wir das Türchen hier auch mal wegmachen. Weil das Ganze mal ordentlich aussieht hier. Naja, ordentlich nicht, aber dass da halbwegs noch was aussieht. So. Dip, dip, dip. So. So. Ne, du müsstest dahin, genau. So, dann haben wir hier eine quasi Pseudodunkelheit geschaffen. Da kommt von hier vorne kein Licht rein. Okay, so. Jetzt müssen wir da noch den Ventilator reinpappen. Den müssen wir allerdings hier reinmachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Der muss dahin. Bums. So. Jetzt. Ach, ich kann eben nicht vorbeilatschen. Okay, so. Packen wir hier noch den Hebel hinten dran. So. Eine Reihe noch hinten dran, dass wir auch zumachen können, dass kein Licht hier reinfällt. Jetzt funktioniert das ganze Prinzip ja nicht. So. Stufen, 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 dann spawnt hier nichts auf den Dingern. So. Genau, dann haben wir dazu, weil das zählt ja als Dunkelfläche. So, aber dann spawnt von da hinten dran wenigstens nichts. Ach, ich hab gar keinen Hebel mehr. Okay. So. Dann müssen wir mal gucken, ob wir noch Zeug für eine Vakuumtruhe zusammenkriegen, tatsächlich. Wenn wir das noch schaffen, dann hätten wir es gepackt. Dann wäre der erste Teil der Monsterfarm schon mal gebaut und der kann dann einfach nur durchlaufen. Keine Sticks mehr, okay. Machen wir mal. So. Zack, da, Hebel, so. Wenn wir das jetzt geschafft haben, mal dann können wir da einfach Gas geben. So. So, döp. Döps. So. Wir stehen jetzt genau in der Ecke, deswegen passiert uns jetzt noch gar nichts im Moment. So, dann machen wir zu. Sollte jetzt theoretisch lang, dass er bis hier vorne hin
abgeschoben werden. Perfekt, reicht. Wunderbar. So, da müssen wir einmal hier einsammeln. Du kommst mit. Du kommst mit. So. Auf der einen Seite können sie sich jetzt ruhig sammeln, die ganzen Monsteren. Das ist in Ordnung. Nee, ist es nicht. Ich muss ja das Dach erst noch fertig bauen. Warte mal. Wir müssen ja erst noch das Dach fertig ziehen hier. Ganz verschwitzt. Ach so. 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 Okay, jetzt ziehen wir mal das Dach hier fertig zu. Flip weg. So. Und hier zu. Halt. Da müssen wir da Slabs hinsetzen. So. Ach nee, hätten wir ja lassen können. Na egal. Machen wir es eben so, was soll's. So, dann haben wir das zu. Da oben drauf kann nichts spawnen. Dafür haben wir ja gesorgt. Perfekt. Funktioniert. Wunderbar. So. Jetzt. Der setzt sie nicht da drauf. Warum nicht? Ich krieg langsam Paras hier. Warum setzt er die nicht da drauf? Krieg den nicht da drauf gepackt. Hallo. Nein. Ah. Ja, ist ja okay. Warum? Ja, jetzt macht das er hin. Du willst mich doch echt fertig machen. Jetzt setzt er sie wieder an die Wände ran. Mann. Es wäre theoretisch egal. Theoretisch ist es egal. Es geht ja nur darum, dass sie in den Spikes landen auch. Die Monster, von dem her ist es eigentlich Wurst. Den müssen wir noch kurz wegmachen, so. Jetzt kommen wir natürlich an die Fackel nicht mehr ran. So. Du weg, du weg. Wieder drüben können wir eigentlich stehen lassen, dann spawnt da zumindest nichts mehr. Denn es soll jetzt primär nur auf einer Seite spawnen. So. Jo. Wunderbar. Okay. Dunkelheit ist hergestellt. So, jetzt müssen wir mal gucken, wegen einer Vakuum. Wegen einem Vakuumtrichter. Was braucht der denn alles? Vakuum. Nee, hier, da, Vakuumtrichter. Das ist nämlich einfacher zu bauen. Eine Enderauge, da brauchen wir eine Enderne Perle, Lohenstaub. Enderperle, Lohenstaub. Was kriegen wir hin? Enderauge, so. Obsidian haben wir auch. So, und dann brauchen wir den Trichter, der 5 Eisen nochmal kostet. Ich wusste. Scheiße. Ah, es funktioniert. Sie kriegen Damage, wie man sieht. Aber nicht alle. Ja, das sind halt die Wooden Spikes, die machen den niedrigsten Schaden von allen. Was wäre ja egal, ist immer nur für den Anfang, dass das Ding mal funktioniert. Das ist allerdings auch eine Möglichkeit, dass wir dann einfach hier von Hand schnetzeln gehen. Funktioniert ja, wie man sieht. Kommen aber halt immer noch nicht an den Loot ran, das ist das Problem. Der Ventilator treibt es zwar nach vorne, aber
Warte mal, wenn ich jetzt hier aufmache. Kämen wir an den Loot, ja, aber. Sind wir noch nicht optimal, okay. Wir brauchen da noch einen Vakuumtrichter. So. Jetzt ist die Sache, jetzt fehlt Eisen. Okay. Wir machen mal Mörtel. Dazu brauchen wir Kies, Sand und Lehm. Also Steine. Und zwar reichlich davon. Wir gucken mal, ob wir uns eine Schmelzerei bauen können. Haben wir da drin Namensschild und Eisenbrustpanzer. Sehr gut. Zack. Für den Anfang ziehe ich die Sachen erstmal an, denn Rüstung können wir brauchen im Moment. So. Das kann hier rein. Obsidian brauchen wir noch, das kann da rein. Gut. Dann Holzsachen können wir erstmal wegpacken. Ach, die ist ja voll. Vergesse ich immer wieder. So, es funktioniert zumindest mal. Jetzt brauchen wir nur noch den Vakuumtrichter für die Items und dann haben wir es tatsächlich gepackt. Dann haben wir eine Monsterfarm, die automatisch laufen kann. So, können wir hier mal voll machen. Mal was futtern. So, wenn wir das mit dem Vakuumtrichter haben, da saugt ihr dann einfach die Items auf und gut ist. Was bräuchte denn die Truhe eigentlich? Ja, okay. 7 Stück und pulsierendes Eisen. Ja, nee, das. Okay, wir gucken jetzt mal Richtung Smeltery. Richtung Schmelzerei. So. Dann können wir das ganze Eisenzeug nämlich einschmelzen, dann haben wir auch die Probleme nicht mehr im Material. So, den haben wir Karl. Bums. So. Setzlinge. Drei Stück. So. Erde. Wunderbar. Wir brauchen jetzt erstmal Koppels ohne Ende. Zwei Steinchen. Na geil. Wir brauchen jetzt erstmal Zeug für eine Smeltery. Hätten wir 4 Steine schon mal, das ist wahnsinnig viel. Wow. 4 Steine, super. Kommen wir nicht sehr weit mit. Wir brauchen eine ganze Menge mehr von. Ja, Hammer, so. Das hauen wir jetzt einmal runter auf Lehm. Also auf das, um daraus Lehm zu machen. So. Dann, ja, so. Müssen wir einmal Lehm draus machen. Blub, 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 blub. Einmal. So. Bräuchte jetzt nur Eisen, um den Trichter fertig zu bauen, dann hätten wir es ja eigentlich so weit schon mal wirklich geschafft. Zumindest das, was ich erreichen wollte, das hätten wir dann. Packen wir die erstmal nochmal hier rein, die Sachen. Für den Moment brauchen wir sie nämlich nicht. Das kann da hin. Das kann da rein. Holz da, so. Rasteln wir jetzt immer gleich ab, bevor es wieder ein absoluter mega Riesenbaum wird und wir hier platztechnisch langsam absaufen. So. Durch den Ender haben wir jetzt natürlich eine absolute Pornowaffe. Wenn da mal ein Endermann drin ist, kriegen wir das.